So, halli, hallöchen, Handsome Peter hier. Willkommen zurück zu Let's Play Stardew Valley mit ordentlich Cash. Im Dings. Wir haben verschiedene Blumen. Hat kulinarische und medizinische Nutzen. Ja gut, verkaufen wir trotzdem alles. Wir können ja zur Not irgendwann mal neue anpflanzen. Aber interessant, wenn da steht kulinarisch und medizinisch. Ja, im letzten Part haben wir richtig viel Scheiße verkauft. Und das hat sich gelohnt, wie man sieht. Ich glaube, von dem Geld kaufe ich mir ein Pony. Nee, kaufe ich mir, glaube ich, eine neue Angel. Damit die auch nicht vernachlässigt wird, weil unsere Bambusangel ist jetzt... Ja, Mittel zum Zweck halt. Und vom restlichen Geld kaufe ich mir neue Samen, dass wir wirklich hier mal eine Investition haben. Dass wir mit dem Geld auch wirklich was Sinnvolles anfangen. Hier haben wir Chili-Schoten? Hot Pepper. Okay, zwei davon können wir verkaufen. Eins muss ins Community Center, das habe ich mir gemerkt. Und allgemein können wir, glaube ich, so langsam darauf achten, dass wir mal den Boiler aus dem Community Center fertig machen. Da fehlt ja nur noch das eine Gold-Ding und zwei Mineralien, die wir da hoffentlich bald finden. Also haben wir ja schon mal gefunden, aber ich habe es halt lieber verkauft. Ihr wisst ja, das Geld ist immer knapp. Und ich glaube, morgen kommen dann auch schon die nächsten Pflanzen, die wir abernten können. Freue ich mich schon. Oh, out of water. Ups. So, aber kein Problem. Wir können natürlich sofort nachfüllen. Ich wollte eigentlich dahin gießen. Und zack. Sehr schön. Also, zwei Hot Pepper kommen rein. Eins behalte ich. Oh, ich hoffe, die Blumen hätte ich nicht ins Community Center bringen müssen. Warte, Summer. Nee, Hot Pepper, Blueberry, Melon, Tomate. Alles klar. Gut, dich nehmen wir noch mit. Gut, schauen wir mal, was es heute zu erledigen gibt. Also ich will mir ja die Angel kaufen. Und, ja, vielleicht in die Mine. Wie immer. Aber die Mine ist halt irgendwie auch cool. Da hat man halt auch Action. Oh, heute gibt es keine Daily Quest. Heute wollen die nicht. Alles klar. Moin Maru. Hi. Guck mal, mein Schwert. Sebastian ist dein Halbbruder. Wenn du das nicht schon wusstest. Verdammt, wie heißt denn das? Bro Exis? Nein, ich hab da doch irgend so einen bestimmten Begriff. Stepsisters Court und so Zeug, ne? Ja, ja, ich weiß schon Bescheid. Ich weiß da schon Bescheid. Was haben wir denn? Artisan. Was können wir überhaupt alles machen? Craftsroom. Fall und Winter. Okay, Fishtank. Boiler. Also einmal Gold und dann brauchen wir Earth Crystal und Feuerquarz. Wobei beim Feuerquarz bin ich mir gerade nicht mehr sicher, ob wir das schon hatten. Also den Earth Crystal hatten wir auf jeden Fall. War ja ein richtig gammeliges Ding. Gut, ich würde sagen, wir holen uns erst die Angel und danach gehen wir in die Mine. In die Tiefen. Und ja genau, Angel, Samen, Tiefen, das ist die Reihenfolge. Das will ich heute machen, ne, Louis? Ja, genau. Hey, Alex. Alex. Ah, wenn mein Haar nicht so berühmt bei den Ladies wäre, ich schwöre, ich würde es sofort abschneiden. Alles klar, du Macho, alles klar. So, das Meer ist laut. Hey, du bist doch... Ach, egal. Fiberglass Rod. Da könnte man halt einen Köder dran machen. Oh, das klingt auch gut, die Suppe. Hole ich mir das? Ja, jetzt habe ich es mir schon gekauft. Weißt du was, ich hole mal 5... Köder. Und probier das aus. Hä? Use in the... Hallo? Muss ich die Köder jetzt irgendwie dran heften? Nein? Hä?
Ist der Köder jetzt dran oder nicht? Muss der erst an eine Fishing Rod? Hä? Alter, das ist komisch. Ich will's doch ranheften. Okay, ist die Angel irgendwie besser? Ist der grüne Balken ein bisschen größer? Naja, kann sein. So, must first be attached. Ja, ich will dich gern da... Ah, jetzt. Okay. So, mit Köder. Yeah. Wow. Cool, das hat uns... Scheiß Seaweed, ne? Wow. Oh, mit Köder geht es ja richtig schnell. Und ich glaube, der grüne Balken ist größer geworden. Nein! Spring nicht weg. Kleines Fischchen. Tilapia irgendwas. Alter! Mit Köder ist es ja richtig krass. Und ich warte hier die ganze Zeit, ne? Ich hätte sofort die Angel holen sollen. So, nochmal ein Hit. Ich will eine Truhe. Perfekt. So, noch einmal. Unser letzter Köder. Schade, dass wir immer noch so viel Seaweed fangen. Nein. Aus. Hallo? Köder, Fisch. Hör auf, Scheiße zu bauen. So. Na, du hast dein letztes Stückchen Bait verwendet. Verkaufen wir. Krabbenpott. Interessant. Will ich aber noch nicht kaufen. Das Seaweed kann ich eigentlich kurz essen. Nom 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 nom. Und nom 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 nom. So, okay. Ja, aber mit dem Bait klappt es echt gut. Und die Fische geben jetzt eigentlich auch recht gut Cash. Na, Hayley. Ah, du bist voll dreckig. Ich wollte dir eigentlich ein Geschenk geben. Ach, für mich? Danke. Ih, ein Penner. Auch für mich? Danke. So eine Bitch. Aber sie mag uns immer noch nicht. Mann. Ich versuche doch allen zu gefallen. Weil ich habe halt auch schlechte Gewohnheiten, wie dass ich den Müll ab und zu mal durchwühle. Das hat doch jeder. Ich will doch nur dazugehören. Nach über einem Monat, wo ich jetzt schon hier lebe. Ich fühle mich immer noch voll ausgestoßen. Wir sind echt voll die Außenseiter. Die haben hier wahrscheinlich so eine richtige Inzestgemeinde und wir haben halt mit bisher noch keinen genug Kontakt, um da auch reinzukommen. Weil uns alle nicht mögen. Weil wir normal gezeugt wurden. Nein, Spaß, Spaß, Spaß. Wir gehen in die Mine. Psst, aus. Runter. Zu den Geistern, die hier auch wieder echt rumspucken. Und jetzt hat der Geist keinen Bock mehr. Oh. Diamant! Ich will's nicht donaten, ich will es behalten. Hallo? Ich donate doch keine Diamanten. Was bin ich denn für ein Unmensch? Und wohin schlage ich denn? Oh, ich lauf grün an, Mann. Oh. Ich will den Diamant behalten. Die einen Schleime sind irgendwie anders gefärbt als die anderen. Ah, weil die auch mehr aushalten. Alles klar. Oder? Ich kann es nicht sagen, ob die mehr aushalten. Ah! Geben auf jeden Fall denselben Loot. Aber ich glaube, die halten mehr aus. Komm, ich gehe gleich runter. Yeah, noch mehr Schleime. Hört auf, mich anzujumpen, Mann. Aus. Böse. Schleime. Aus. Nein. Alles voller Schleim und Glibber, ey. Fledermaus. Yeah, ein Flügel. Guck mal, eine Fledermaus. Was ist denn das hier? Hier gibt es ja gar keine Mineralien. Rein Monster jetzt, oder was? Nee, da liegt eine Tasche. Mit Kohle. Da hat jemand Kohle verloren. Oh, Junge.
Was ist das denn für ein Stein? Monster? Nee. Ich bin jetzt echt interessiert an dieser Höhle. Was ist... Ein Jade. Ah. Oh, ah, Die ging schnell tot. Ein Jade. Eins Schleim. Quarz. Ich hätte aber gern die beiden Sachen, die ich eigentlich donaten muss. Ich glaube, da muss ich echt in die höheren Ebenen zurück. Au. Spring mich nicht an, Mann. Okay. Ein bisschen Steine hacken, bis die Leiter kommt. Leiter. Da hat es gerade Quietsch gemacht. Ich glaube, da ist ein Gegner irgendwo. Oh ja, da kommt... Oh! Jetzt kommt hier die Privatarmee. Droppt mir Leitern! Nein? Schade. Stattdessen geben die mir richtig geile Flügel. Das ist lecker. Och nö. Ich will keine Flügel essen. Fledermausflügel essen, ey. Ich kann mir das echt nicht lecker vorstellen. Warum beißt man da rein und dann... Oh, andere Musik. Bäh. Ich kann mir das echt nicht lecker vorstellen. Also... Weiß nicht. Ich finde alles, was so Haut hat... Ist nicht gerade geschmacksintensiv. So, ja, so nenne ich es. Geschmacksintensiv. Ja. Also weiter. Oh, da ist die Leiter. Ja. Okay. Zack. Noch weiter runter. Mach mal Bing. Geister. Oh nein. Oh nein. Es spukt. Wenn wir laufen, machen wir mehr Schaden, oder? Ich glaube schon. Ha! Huh! Zack! Gibt's hier irgendwelche coolen Sachen? Nein! Wieso auch? Noch eine Leiter? Energietechnisch sieht's nicht so nice aus. Ich glaube, das wird nichts. Gut, gehen wir raus. Wir haben Ebene 55 erreicht. Das ist schon mal was. Anscheinend hat's echt nur noch 3 Stockwerke. Also 3 mal 5. Also 15. Ha, Mathe und ich, ne? Mein bester Freund. Jill, wake up, Mann, wir haben Besuch. Oh, wir haben nicht mal ein Zehntel der Slimes gekillt. Ups. Duggies. Und Dust Sprites. Warte, wir haben... Was können wir denn kaufen? Der Insektenkopf, 10 bis 20 Damage. Critical Strike, oh ne. Kampfstiefel wären interessant. Das Templars Blade, das klingt ganz nett. Ja, ich glaube 4000 Cash, das sollte ich ansparen. Nee, ich will was anderes ansparen. Wir haben ja immer noch die ursprüngliche Quest, dass wir Tiere eigentlich züchten sollen. Ich glaube, das sollten wir auch mal anstreben. Irgendwie. Oh Mann. Glühwürmchen. Ah, ich habe ja im letzten Part was Grünes gesehen. Es kann auch sein, dass es nur ein Glühwürmchen war. Oh, das war wirklich ein Geist. Eist. Mann, ich will den Diamanten nicht spenden. Ah! Ich will Cash. Hat morgen jemand Geburtstag? Nichts ist hier gepostet. Morgen hat Maru Geburtstag. Yeah, freue ich mich voll.
Maru meine Lieblingsperson. Zap. Slime, Batwing. Ich lage erstmal alles ein. Heute wird nichts verkauft. So, also. Hier ist drin die Geode. Ich lege einfach mal alles kurz rein. So. Euch vier Dinge nehme ich mit. Für morgen. Brave Katze. Ach, 9 Iron Ore. Das kann ich noch aushalten. Level 3 Fishing. Oh yeah, wir können den Krabbenpot auch selber herstellen. Level 5 Mining. Oh, wir können jetzt eine Profession wählen. Oh Gott. Was will ich machen? Ein zusätzliches Ore pro Dings oder das Gems kommen? Es klingt beides so gut. Ah! Ich glaube, also die Edelsteine, das wäre halt dann fürs Cash und fürs Museum. Und das wäre für. Ich mach Geologist. So, die Blumen, die waren ganz schön viel wert. Jo. 815 nochmal. Sehr schön. Gut, dann sehen wir uns wieder im nächsten Part, wie immer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hans-Peter. Ciao.